Verfahrenstechniker kümmere ich mich um die Planung und den Umbau von Prozessanlagen, die für die Herstellung von Arzneimitteln benötigt werden. Das Tätigkeitsspektrum ist sehr breit. Oftmals designen und realisieren wir Neuanlagen nach aktuellem Stand der Technik. An anderen Tagen müssen wir kurzfristig Verbesserungen an Bestandsanlagen vornehmen. Ich bin seit 2002 dabei und schätze vor allem den großen Gestaltungsspielraum, den ich bei der Umsetzung meiner Aufgaben habe. Ich bin erst seit ein paar Monaten hier im Konzern. Die Pharmaindustrie ist komplett neu für mich. Dennoch habe ich mich schnell eingearbeitet und als erstes eigenständiges Projekt gleich 4 Anlagen an unser modernes Datenspeichersystem angebunden. Damit können wir nicht nur die Daten der Anlagen, sondern sämtliche anderen Messungen im Raum, wie zum Beispiel die Umgebungstemperatur, erfassen. Die fortschreitende Automatisierung wird uns die kommenden Jahre intensiv beschäftigen. Und ich bin froh, hier mit einem starken Team zusammenzuarbeiten. Im technischen Leitstand überwachen wir alle Betriebsstätten, um Störungen schnell zu erkennen und zu beheben. Wir müssen für jeden Fall gerüstet sein und klären deswegen schon im Vorfeld mit den Fachbereichen ab, was im Falle einer jeden Störung zu tun ist. An meinem Job mag ich besonders, dass ich Probleme innovativ lösen kann und dabei nachhaltige Ergebnisse erziele. Wir halten jeden Tag das Werk am Laufen. In einigen Bereichen wird rund um die Uhr an 7 Tage die Woche produziert und die Produktion verlässt sich darauf, dass wir ihre Anlagen ohne Ausfälle zur Verfügung stellen. Und da es so viele unterschiedliche Technologien gibt, wird uns auch nie langweilig. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, denn würde die Produktion stehen, könnte das Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten haben. Und das darf nicht passieren. In unserem Team helfen wir einander. Geht nicht, gibt's nicht. Um unseren Job gut zu machen und am Ball bleiben zu können, bietet uns die Firma eine Reihe an fachlicher und persönlicher Trainings an. Und da mache ich super gern mit. Die Kernaufgabe von Reliability Engineering ist das Analysieren von Störungsdaten, um Verbesserungen herbeizuführen. Wir ermöglichen die kontinuierliche Optimierung der Anlagenzuverlässigkeit, um sicherzustellen, dass erst gar keine Störungen oder Ausfälle auftreten. Dabei sind wir im ständigen Wissensaustausch mit den verschiedenen Abteilungen. Hier kann ich als Techniker wesentlich dazu beitragen, dass Menschen auf der ganzen Welt ihre lebenswichtigen Medikamente bekommen. Es ist wirklich ein Job wie kein anderer.